Wann fange ich mit dem Tomatenausgeizen an? Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ihr seht hier meine Tomaten, die sind schon schön gewachsen jetzt. Die letzten Tage hat es ja fürchterlich geregnet. Das seht ihr ja, was da alles an den Spritzern. Hier unten ist Wasser, das muss ich jetzt ausleeren, weil die soll ja auch nicht im Wasser stehen alles. Ne? Das wisst ihr ja selber. Und jetzt geht es ums Ausgeizen. Wenn ihr die Tomate mal anschaut, die Pflanze da, die ist wunderbar schon gewachsen. Ach, da hat sie schon Blüten. Schön, die ist überhaupt schön kräftig geworden. Der Stamm ist richtig kräftig, nicht so gaggelig wie manchmal. Und jetzt sieht man da, dass da schon so Triebe da sind. Und das sind die Geiztriebe. Das hier ist einer, hier ist ein kleiner. Da unten, der ist schon größer, ist klar, da ist als erstes gewachsen. Und die müssen raus. Und zwar ausgeizen tut man ja nur die Stabtomaten. Die Busch- und die Cocktailtomaten, die werden nicht ausgegeizt. Man tut da höchstens einmal so ein bisschen was raus, wenn es zu buschig wird. Oder man zwickt ein paar Blätter ab, damit die Tomaten dann auch ein bisschen mehr Sonne, Licht kriegen. Ne? Aber ausgeizen tut man die nicht. Aber die Stabtomaten sollte man machen. Es gibt ein Video von mir, da habe ich euch das schon einmal gezeigt, wie das geht. Die Kerstin wird es einblenden und unten in der Videobeschreibung ist dann auch noch einmal der Link. Und jetzt zeige ich euch das aber noch einmal, ganz kurz. Wenn ihr da seht, also so ein Geiztrieb, der soll auf jeden Fall 2 bis 3 cm lang sein, weil man sollte die mit den Fingern ausbrechen und nicht mit dem Messer. Weil mit dem Messer, das müsste man an und für sich jedes Mal nach einmal ausgeizen oder einmal abschneiden, sollte man das eigentlich desinfizieren und wer macht das dann schon. Ne? Und dann kann es aber Bakterien, Krankheiten geben, also da kann man dem aus dem Weg gehen. Man nimmt einfach so einen Geiztrieb in der Länge, so, ne? 2, 3, 4 cm, weil oft übersieht man ja mal an und dann wird er auf 5 cm und bricht den einfach raus. Hier. Einfach rausbrechen. Der Geiztrieb, der ist immer oberhalb eines Blattes, also in der Achsel drin. Das seht ihr ja auch. Immer in der Achsel, oberhalb von einem Blatt, sagt man da. Achsel, und da ist dann der Geiztrieb und das gehört weg. Also ist ganz einfach zu merken, weil was dazwischen dann kommt, das kann ich euch da jetzt zeigen. Hier ist ein Geiztrieb, da. Und da ist eine Blüte. Der Geiztrieb ist in der Achsel, sieht man auch. Und die Blüte ist direkt am Stamm. Also die Blüte kommt nicht aus der Achsel raus, sondern direkt am Stamm. Und da kann man das dann gar nicht falsch machen, sondern da weiß man gleich, ah, da ist wieder ein Geiztrieb. Ne? Also der ist jetzt noch recht klein. Eigentlich soll ich ihn noch stehen lassen, aber ich tue ihn jetzt einmal gleich weg. Also richtig, der ist jetzt schon schön rausgegangen, weil wenn man nämlich nicht ganz rausbringt, dann muss man noch einmal nachzupfen und dann wird ja die Wunde immer größer. Ne? So, und jetzt mache ich eben da noch unten diese Geiztriebe. Und dann möchte ich noch eins dazu sagen. Wenn ihr wenig Tomaten habt, dass euch heuer eine kaputt worden sind oder so und ihr braucht noch Pflanzen, wollt aber keine kaufen, dann macht es doch einfach wie ich. Ich lasse dann mal so einen Geiztrieb ein bisschen größer werden, so ungefähr, ja, sagen wir mal zwischen 5 und 10 cm. Und dann breche ich den raus und dann stecke ich den in die Erde, halte es ein bisschen feucht und dann wurzelt es an und dann habe ich schon wieder eine Tomatenpflanze. So einfach geht es. Also den tue ich jetzt auch raus. Ja. So, dann habe ich schon ausgegeizt. Den kleinen, da erwische ich nicht recht, den lasse ich jetzt ein bisschen ein, zwei Tage, bis er ein bisschen gewachsen ist, damit da nichts drin bleibt, weil sonst ja, muss ich nachzupfen und das, dann kriegt er ja schon wieder eine Wunde. Ne? Und das mache ich jetzt bei allen meinen Tomaten. Jetzt zeige ich euch noch einmal einen größeren Trieb. Da ist ein größerer. Hier. Und wenn ich jetzt den rausbreche, ne, rausbrechen sagt man da dazu, nicht rauszupfen oder so, und gebe den in der Erde rein, wenn ich den jetzt da rein tue, und den ein bisschen Feuchtheit und so, dann wurzelt er und dann habe ich schon wieder Tomatenpflanze. Oder ich kann sie auch in einem Blumentopf machen oder in einem Beet. Also ich wollte es euch nur zeigen, ich tue es wieder raus. So macht man das. Da, also nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich so machen, dass ich mir, wie viele Tomaten haben wir, Kerstin, wie viele ungefähr?
Ja, weit über 20, ne? So 25 ungefähr. Nächstes Jahr mache ich das so, dass ich ungefähr 12, 14 Pflanzen sähe und verpflanze. Dann warte ich, bis die Geiztriebe kommen, dann breche ich die raus und dann pflanze ich noch einmal so viele Tomaten mit den Geiztrieben. Und dann habe ich nämlich für später, die halten dann ein wenig länger, ne? Da habe ich länger Tomaten, weil ja die dann auch später kommen. Aber ich habe ja dann genug von der ersten Hälfte. Das mache ich nächstes Jahr. Ich habe nämlich heuer gar nicht dran gedacht, muss ich ehrlich sagen. So, ich werde jetzt die wegtun, weil jetzt kann ich sie ja nicht brauchen. Wobei, man kann das auch wieder als Dünger verwenden. Ne? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wenn man mehrere Tomatenpflanzen hat und man geizt sie aus und man hat wirklich so eine Handvoll, man kann es auf den Kompost tun, weil die sind ja gesund. Oder was ich mache, ich lege die einfach um die Pflanzen oder auf die Erde drauf, weil das verrottet ja auch wieder. Das ist ja wie Mulchen auch, ne? Ist zwar nicht viel, aber warum soll man es denn wegtun? Wenn euch das Video und der Tipp gefallen haben, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Wer meinen Kanal unterstützen will, der schaut bitte mal im Shop vorbei. Da gibt es viel zu schauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.